Ja, Lal Krauthausen, Sie fallen auf. Einerseits wegen der Glasknochenkrankheit, die Sie haben und weswegen Sie im Rollstuhl sitzen. Andererseits aber auch, weil Sie Initiator sind von wheelmap.org, Sie sind Mitbegründer der Internetplattform sozialhelden.de und neuerdings, seit gestern ist bekannt, Sie werden bald das Bundesverdienstkreuz tragen. Herzliche Gratulation. Danke. Welche Bedeutung hat das für Sie? Ehrlich gesagt ist es bei mir noch gar nicht wirklich angekommen. Wird sich herausstellen, aber ich habe jetzt schon die Ahnung, was auf mich zukommt. Eine Menge mediale Arbeit, aber auch natürlich eine Menge Lob. Und ich kann damit nicht so gut umgehen, weil ich auch nicht denke, dass ich es verdient habe. Ich bin ja noch relativ jung, sondern einfach, wenn überhaupt, die Mannschaft, mit der ich zusammenarbeite, beziehungsweise wir tun auch nur das, was wir glauben, was man tun sollte und finden uns jetzt nicht besonders, Bundesverdienstkreuz verleihenswert. Aber dennoch, Sie sind das Aushängeschild Ihrer Sozialhelden-Homepage und der ganzen Idee. Ja, also ich glaube, es ist halt, erzählt sich leichter, wenn ein Mensch im Rollstuhl die Geschichte der Wheelmap erzählt, wo es um Rollstuhlfahrer geht, als wenn es jemand macht, der nicht im Rollstuhl sitzt, alleine aus kommunikativer Sicht. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig eine Belastung und eine Herausforderung, dass dann viele Leute dann nur mit mir reden wollen, Medien, und wir jetzt auch versuchen müssen, das noch auf noch mehr Schultern zu verteilen. Aber auf der anderen Seite zeigt es ja auch, dass wir ein Thema gesetzt haben, nämlich Zugänglichkeit zu Orten, und dass es ein Problem für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ist, wenn ein Café eine Stufe am Eingang hat und wir mit der Wheelmap versuchen, diese Probleme visuell zu machen. Sie haben schon eine Menge erreicht. Wohin führt der Weg noch? Also wir sind ja, wie gesagt, noch relativ jung und meine Leidenschaft liegt einfach darin, mit modernen Mitteln versuchen, soziale Probleme zu lösen, ohne Mitleid, sondern einfach in skalierbaren Konzepten, die vielleicht dann auch eher im Internet stattfinden oder mit Mobiltelefontechnologie und viel mit Kommunikation zu tun haben und weniger, wie soll ich sagen, in so alten Strukturen zu denken, wo es dann nur um Spenden geht oder wo es dann nur darum geht, Mitleid zu empfinden für andere, sondern wir eigentlich eher versuchen wollen, Betroffene in eine selbstbestimmte Position zu bringen, in der sie selber handeln können. Glauben Sie, das ist bei der Gesellschaft schon angekommen? Ich glaube, dass das Thema Menschen mit Behinderungen in den letzten Jahren schon sehr stark in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt ist und die ganzen Herausforderungen, die es halt mit sich bringt, durch die Paralympics zum Beispiel, die letztes Jahr die erfolgreichsten aller Zeiten waren, Kinofilme wie Ziemlich beste Freunde ja auch irgendwie einen gewissen Nerv der Zeit getroffen haben und auch einen bestimmten Nerv in der Gesellschaft. Und wir einfach versuchen jetzt in diese Kerbe weiterzuschlagen und zu sagen, ja, Menschen mit Behinderung sind auch Menschen, was eigentlich total klar sein sollte. Und jetzt aber eben nicht mehr zu sagen, Menschen, die Hilfe brauchen und Menschen, mit denen man Mitleid haben sollte, sondern Menschen, die halt auch Leidenschaften und Interessen haben und die auch vehement vertreten werden und das Internet ihnen dabei helfen kann. Besten Dank, Herr Krauthausen. Alles Gute weiterhin auf diesem Weg. Danke.